Tja, da haben wir uns gerade irgendwie selber befreit, nachdem... Aber die Kamera mitnehmen. So, erstmal willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Was in der letzten Folge passiert ist, werde ich euch nicht erzählen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, seid froh. Alter, wir haben uns hier gerade irgendwie selber befreit, haben wir die... Alter, der Psycho schneidet uns halt die Finger ab. Sind hier wirklich nur Geistes... Gut, es ist eine... Sind hier nur Geisteskranke? Ja, gut, es ist eine Heilanstalt. Was? Wer redet da? Ist der? Oh, der kommt bei Hand. Was soll ich machen? Fuck. I see what's happening. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Also sorry, aber Leute, dieses Spiel ist völlig krank. Ich habe immer das Gefühl, da ist Cryo 4 ein Witz dagegen. Okay, also der Typ ist Traeger. Dieser Arzt. Was heißt Arzt? Er war ein Angestellter, ja, das haben wir gerade mitbekommen. Und der hat hier irgendwie ein paar Leute bei sich, die er die ganze Zeit foltert, beziehungsweise gerade so am Leben hält. Und uns jetzt auch. Und ich habe so das Gefühl, der wird jetzt unser neuer Mopsy-Freund. Dr. Rick Traeger. Traeger, dieser verrückte Scheißkerl hat mir die Finger abgeschnitten. Er hat Dutzende Patienten gefoltert und zerfleischt. Ich sehe, wie er noch jemanden ermordet, kann nichts dagegen tun. Spricht wie ein trotteliger Angestellter von der Wirtschaftsschule. Hat wahrscheinlich Golfschläge im Kofferraum seines Audis. Ich verwette meine restlichen Finger, dass er ein hohes Tier bei Murkoff war, bevor ihn das, was diesen Ort infizierte, verändert hat. Ich will hier weg. Ich will meinen verdammten Finger zurückhaben. Ich will sehen, wie Traeger stirbt. Ja, ich auch. Aber ich habe das dumme Gefühl... Fuck! Fuck, really? You are gonna walk on me? Wer redet denn da? It's a queer! Come on! Es ist der, hat er gerade gemerkt, dass wir fehlen. Alright. Alright, you can figure this out. Let's solve some problems. Hat er gerade gemerkt, dass wir fehlen, verstehe. Oh oh. Ich hoffe, der guckt nicht unter die Betten. Der hat seine scheiß Schere immer noch dabei, na toll. Da hinten ist er. Zieh der Tür da raus? Nein. Oh oh. Oh oh. Oh Scheiße. Ich habe keine Lust mehr, Freunde. Ich habe wirklich einfach keine Lust mehr. Mama. Wie soll ich denn hier rauskommen? Der ist da, der läuft jetzt die ganze Zeit hier rum. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss, sonst würde ich sagen, wir probieren einfach mal wegzurennen, wenn er das nächste Mal hier rüberkommt. Wo ist der denn? Okay, läuft immer die gleiche Runde. Ich probiere es einfach mal auf die offensive Variante. Sobald er da drüben ist, schlüpfe ich hier raus und renne weg und hoffe, dass ich den Weg irgendwie schnell genug befinde, bevor er uns killt. Und zwar, wenn er jetzt. Habt ihr uns nicht bemerkt? Doch.
Aha! Das hat jetzt erstaunlich gut funktioniert. Ich weiß allerdings noch nicht, ob wir dem jetzt entkommen sind. Oh nein, nicht wieder da runter! Kann ich da rüberspringen? Nein, kann er nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ ist. Der latscht hier garantiert irgendwo rum. Ich dachte, ich hab gerade was gesehen. Oh, Alter, nicht schon wieder so eine Szene, ganz ehrlich. Ist hier irgendwas? Nee. Oh nee, ich habe keine Lust auf so eine Schleichszene. Bitte nicht. Schon gar nicht, wenn so ein Typ hinter uns her ist. Ich bin gerade so unsicher, was meine Geräusche sind und was die von dem sind. Wo ist der Bastard? Oh, zu laut. Zu laut. Okay, ist das das, wo wir gerade herkommen, oder? Hier hochgeklettert sind wir gerade. Das hilft uns also nichts, hier reinzugehen. Da würden wir direkt wieder zu dem zurücklaufen. Geh mal in die Richtung. Ich hoffe, der sieht uns hier nicht. Alter, nee. So ein Psycho, ganz ehrlich. Da war ja Mopsi netter. Der hat wenigstens gar nichts gesagt. Bleib ja da hinten. Fuck. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Boah, Leute. Mal auf zu jammern. Bin jetzt auch nicht besser wie dir. Wie schnell kommt der hier wieder her? Hey, nobody likes a quitter. Nicht bewegen. Wo ist er? Kann ich hier rein? Diesen Aufzug ist ein Schlüssel notwendig. Ja, super, jetzt können wir einen Schlüssel suchen. Was mache ich denn? Ist er da hinten? Ja. Okay, er kommt aber nicht hierher. Super, Sackgasse. Ist ein Bad. Hallo? Und die Framerate schmiert gerade. Hallo? Ich glaube, ich muss mal kurz Cut machen. Let's play Outlast. Willkommen zurück. Ach Quatsch, nein, was sage ich denn? Wir sind mitten in einer Folge, stelle ich gerade fest. Das Problem ist, seit der letzten Aufnahmesession sind für mich, ich glaube, fast 3 Wochen vergangen und das heißt, der erste Teil dieser Folge ist von vor 3 Wochen und der Teil jetzt ist für euch von gerade eben. Problem war, dass die Framerate ja gerade extrem rumgehackt hat und das habe ich ewig nicht gefixt bekommen, war dann im Urlaub und so. Und so kam es, dass ich eben ewig lang nicht aufgenommen habe. Und wir sind immer noch auf der Flucht vor genau diesem Typ. Ach, hier waren wir ja richtig. Ich erinnere mich. Ach, guck mal, eine Batterie, die haben wir wohl das letzte Mal
auch schon aufgehoben. Warum klingt der so wütend? Der hat uns aber nicht gesehen, oder? Oh, ist das ätzend. Da ist er. Das ist ganz unwitzig. Das habe ich auch noch in Erinnerung als eine der hässlichsten Szenen dieses ganzen verdammten Spiels. Oh Mann, hey. An dieser Stelle könnte ich aber wenigstens eine frohe Nachricht mal verkünden. Fuck! Oh fuck! Oh fuck! Kommt der um die Ecke, der alte Sack. Nee, drunter sollst du nicht drüber, du Idiot! Au. Oh nee. Okay, das reicht nicht. Okay, das war's. Der alte Drecksack. Nee, nochmal zu meiner frohen Botschaft, bei der ich jetzt gerade ein bisschen unterbrochen wurde. Kann ich euch das hier wegschieben? Ah, das geht auch. Vielleicht waren wir da auch schon. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Nee, zu der frohen Botschaft, die wäre folgende. Mach die Tür auf. Und zwar habe ich es geschafft, endlich mal eine Facecam zu installieren. Da brauchen wir einen Schlüssel oder sowas dafür. Hier waren wir schon, glaube ich. Aber wir gehen trotzdem nochmal rein. Ich habe es geschafft, eine Facecam zu installieren. Habe auch bereits das erste Video hochgeladen, wenn ihr das hier seht. Wahrscheinlich sogar das zweite schon oder so. Nein, das... Genau das sollst du nicht machen. Das habe ich aber das letzte Mal, glaube ich, genau das gleiche gemacht. Nee, nämlich Vanish. Und das heißt auch, dass es zum Whistleblower-DLC, sobald wir den hier spielen werden, was ja jetzt nicht mehr so lange dauert, also ich tippe mal, sobald wir mit dem Spiel durch sind, werden wir auch direkt den Whistleblower-DLC probieren. Ja, sobald das der Fall ist, werde ich auch eine Facecam bei diesem Spiel hier haben. Bloß zu eurer Information, und jetzt bin ich wieder ein bisschen still und versuche mich zu konzentrieren. Weil das muss man wirklich in diesem Spiel. Hier ging es nicht weiter, hier waren wir. Hier ist, glaube ich, das Spiel letztes Mal abgekackt, soweit ich mich erinnere. Wir brauchen irgendwie einen Schlüssel oder eine Schlüsselkarte oder sowas, um in diesen Lift zu kommen. Und mit dem können wir wahrscheinlich abhauen. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Ich höre was. Das ist doch der Typ mit seiner Schere, oder? Das ist was anderes. Alter. Der auf dem Bett scheint mir auch eher suspekt. Ich hoffe, der bemerkt uns nicht. Ich wette, der Doc kommt jetzt demnächst wieder direkt um die Ecke. Da wäre eine Tür. Kommen wir da rein? Fuck. Ist auch eine Tür. Kommen wir da rein? Oh. Kommen wir tippe ich auch nicht durch oder drüber? Nee, nicht wirklich. Okay, also das hier ist komplett Sackgasse. Können wir direkt wieder zurückgehen? Um nochmal zu den, wegen, warum wir diese Folge hier, warum die zweigeteilt ist. Ich habe bei Outlast, oder nicht nur bei Outlast, bei einigen Spielen in letzter Zeit ziemlich große Probleme beim Aufnehmen, weil die Framerate komplett einbricht nach einer Weile, also dass es dann wirklich unspielbar ist, nur noch 4-5 Frames oder teilweise gar keinen mehr dann. Also einen, mehr geht, weniger geht ja dann schlecht. Nee, das ist ziemlich dämlich und ich weiß nicht, woran das liegt, weil das war bei mir jetzt bislang noch nie so. Ich mache jetzt seit anderthalb Jahren Let's Plays und das war selten so, dass es wirklich dauerhaft so war. Ab und zu war es mal so, dann habe ich halt, dann habe ich meistens eine Aufnahmepause gemacht und bei der nächsten Aufnahme hat es dann wieder funktioniert. Aber das scheint hier irgendwie nicht mehr so der Fall zu sein. Das funktioniert irgendwie hier dauerhaft nicht. Jetzt habe ich mal was anderes ausprobiert. Man hat mir einen Tipp gesagt, ich soll nicht auf die Festplatte aufnehmen, auf der das Spiel läuft. Ist der Typ? Nee. So, jetzt gehen wir kurz nochmal in den Aufzug, um
kurz zu gucken, was genau wir brauchen. Ich bin mir nämlich auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Kommen wir da eigentlich nicht durch? Nee. Ein Schlüssel ist notwendig. Alles klar. Diesen Schlüssel werden wir besorgen. Und zwar in der nächsten Folge. Das war's dann auch schon wieder. Weil ich glaube, wenn ich die zwei Parts zusammenhaue, dann gibt das etwa eine Folge. Ich danke fürs Zugucken. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Outlast wieder. Es wird spannend. Das garantiere ich euch. Tschüss. Bye, bye.